Ja, freut mich sehr. Christoph Miseré, Professor Doktor. Doktor, Professor Doktor. Nicht, aber ja, das macht ja nichts. Nochmal schneiden. Ja. Doktor Christoph Miseré, freut mich sehr. Wir hatten heute einen sehr spannenden Verhandlungstag. Kannst du mir ganz kurz sagen, wie du das zusammenfassen würdest? Weil ich glaube, es ist ziemlich historisch. Ja, es zeigt eigentlich durch ein Dossier, was mir eben zugespielt worden ist, dass man eben Herrn Föhmich schon sehr lange verfolgt hat und versucht hat, durch irgendwelche Konstrukte es zu schaffen, dass er also nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland wählbar sein soll. Man hat versucht mit Staatsanwaltschaft und so. So ist es also von einem der Dienste, wie Bundeskriminalamt oder so, eben initiiert worden, dass man versucht hat, aus seiner Umgebung Leute anzuwerben, Informationen zu erlangen und versucht hat, final betrachtet eben eine Anklage gegen ihn zu erheben und dass er verurteilt wird. Das war geplant. Und das war schon durch einen Vermerk, der schon im Jahre 2021 war, war das praktisch schon so vorgesehen. Also kann man sagen, das gibt Informationen, dass das schon so geplant war, dann glaube ich am 21. August 21, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist so ein Dossier, wo natürlich verschiedene Daten drin sind. Dass bis zum neuesten Stand geht das dann. Also über das Verfahren wird dort auch berichtet, über die Person allgemein. Ja. Und dann eben auch, dass man 2021 eben schon gesagt hat, man muss den irgendwie wegbekommen. Und quasi wegbekommen auch, dass er nicht mehr politisch wählbar ist. Das heißt ja im Endeffekt eine hohe Verurteilung, was es ausschließt, dass man dann eben noch gewählt werden kann in der Bundesrepublik Deutschland. Und man hat dann auch gesagt, wenn man es mit, also es gibt so eine Klausel, die kann ich Ihnen nachher vorlesen, wenn man es praktisch mit rechtsstaatlichen Dingen nicht schafft, muss man ein Konstrukt entwickeln und das mit den Akteuren, die man hat, durchführen. Okay, also sehr speziell, du hast vorher die Akte angesprochen, die wirst du nachher am Schluss noch vorlesen. Wie ist es das weitere Vorgehen? Ja, es ist eigentlich so, das wollte ich noch ergänzen, dass aus der Akte sich auch eben Kontakte, gerade dieser sogenannten Hafenanwälte, mit der Staatsanwaltschaft schon sehr früh ergibt, dass es eine Oberstaatsanwältin aus Göttingen gab, die gesagt hat, da ist gar nichts dran, dass man dann einen jungen Staatsanwalt hier aus Hannover geholt hat. Und es riecht alles danach, dass diese Strafanzeige der sogenannten Hafenanwälte gemacht worden ist, um das hier ermöglichen zu können und dass dieser Grundstücksverkauf praktisch im Nachhinein benutzt wird, um zu sagen, Dr. Föhmich hätte sich von Anfang an strafbar gemacht. Also sagen Sie, kann man sagen, ein inszenierter Plan schon seit langer Zeit. Ja, aber man muss eben bei der Durchführung muss man dann eben sehen, dass eine Staatsanwältin nicht mitgemacht hat. Man muss es dann wieder ein bisschen umdisponieren. Und dann gab es eben diesen Hausverkauf und der ist so gehandhabt worden. Und das riecht natürlich, dass dieses Geld jetzt weg ist. Man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Das Geld, man hat Dr. Föhmich dadurch, weil man sagt, das Geld ist nicht zurückgekommen. Und der Corona-Ausschuss, den man wahrscheinlich auch nicht so besonders mochte, so wie dieses Papier sagt auch oder wie man es eben auch in der Öffentlichkeit sieht, kriegt auch kein Geld. Dann hat aber Templin und andere das Geld. Ja. Ja. Also wie du sagst, zwei Fliegen auf einem Streich, das ist auf der anderen Seite ein guter Schachzug. Und Templin ist eben in einer Umgebung, wo es eben auch Leute tatsächlich gibt, die eben entweder vom BKA oder mit dem BND zusammenarbeiten. Ja, das ist natürlich die Bombe, dass wir natürlich ein Ausmaß annehmen, die sich viele Leute gar noch nicht vorstellen können. Ja, aber in Englisch wird so gearbeitet und wenn man dann natürlich auch an Informationen kommt, wie ich zum Beispiel jetzt hier, aber auch aus der Akte war mir schon klar, was da abgelaufen sein muss. Ja. Und dann hat sich das jetzt eigentlich nur noch mal bestätigt. Sehr gut. Ich würde jetzt vorschlagen, dass das mal die also das Akte ist jetzt also das ist jetzt nur ein Teil davon. Ein Teil da steht davon. Als Plan praktisch politische Unvereinbarkeit und rechtliche Schritte. Es sollte eine Analyse durchgeführt werden, um die Möglichkeiten einer Unvereinbarkeitserklärung zu bewerten, die Rainer Föhmich die Bekleidung politischer Ämter aufgrund nachgewiesener demokratiefeindlicher Tendenzen untersagt. Dann kommt der wunderbare Punkt, wunderbar in Anführungszeichen, strafprozessuelle Maßnahmen. Die Einleitung strafprozessueller Maßnahmen auf Basis der gesammelten Beweise gegen Rainer Föhmich muss vorbereitet werden. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und die Vorbereitung von Anklagen beim nachweisbaren Rechtsverstoß. Und jetzt kommt der wohl entscheidende Satz. Gegebenenfalls notwendige Konstruktionen sind abzuwägen und geeignete Drittakteure anzuwerben. Wahnsinn. Also nochmals, gegebenenfalls notwendige Konstruktionen sind abzuwägen. Womit? Und geeignete Drittakteure, wer ist geeignet? Sind Sie geeignet? Bin ich geeignet? Anzuwerben. Also ich bin nicht geeignet. Wahnsinn. Ja, und als Vermerk am Ende steht, die Aktivitäten von Rainer Föhmich stellen eine komplexe Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar, der Mann ist absolut harmlos, die eine koordinierte und vielschichtige Antwort erfordern. Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen soll dazu beitragen, seine politische Tragfähigkeit zu unterbinden und die Sicherheit sowie die demokratischen Werte der Bundesrepublik Deutschland zu schützen.
Wahnsinn. Da kommt nur noch ein Arm drunter und also zusammenfassend das mal was für dich. Rainer für mich war ist ganz klar ein politischer ich sage ja nie politisch geführtes Verfahren, ich sage, das ist ein politisiertes Verfahren, mit der Zielsetzung, dass er eben keine Funktionen mehr in Deutschland haben kann. Man hat ihn vielleicht auch tatsächlich hier ein bisschen man will ja etwas legitimieren, also muss man ihn auch viel schlimmer darstellen, als er überhaupt sein kann. Und das ist, finde ich, schon krass. Ja, wir werden schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt ist der Startschuss gefallen. Das wird natürlich entsprechend... normalerweise, wenn ich jetzt Richter... Also ich weiß nicht, inwieweit die Richter, die haben ja gesagt, sie wüssten von diesen Bestrebungen nichts. Ja. Davon gehe ich auch mal erst aus. Aber Sie müssen eins wissen, aus meiner Erfahrung raus, man hat hier jetzt wieder ein paar Anklagepunkte nicht zugelassen. Das Oberlandesgericht hat noch nicht darüber entschieden. Mhm. Ich sage Ihnen, wenn die Richter jetzt hier sagen, aufgrund dieser Sache, der Mann muss raus, dann würden die beim Oberlandesgericht wahrscheinlich hingehen und das andere eröffnen, um dann ihn weiter festzuhalten. Ja. Was ist jetzt die Strategie? Weil, kann man das dazu sagen, ohne zu viel zu verraten? Das kann sich jeden Moment ändern. Also okay. Sie haben den Prozess ja schon ein paar Tage gesehen. Ja. Ich bin jetzt hier zum dritten Mal. Wenn ich zum sechsten Mal hier war, kann ich Ihnen dazu was sagen. Ja? Falls es dann Ihren Sender noch gibt und Sie in der Schweiz nicht verfolgt werden. Ja, ja, vielen Dank für den Einsatz von Rainer Füllmich. Ja. Im Namen von der ganzen Community, schön, dass Sie da sind und dass wir da zusammen... Jetzt werde ich meine Robe ausziehen und bin wieder normal. Ja? Dankeschön. Ja.